Moin Moin, liebe Shacks und Fidget-Freunde da draußen. Zum einen möchte ich kurz sagen, es ist einfach ein richtig cooles Gefühl, wenn man mittags außer Haus geht, 203 Abos hat und nachts nach Hause kommt, auf einmal 206 da sind. Richtig, richtig nice zu merken, dass langsam immer mehr Leute einen finden und das cool finden, was man macht. Und da kriegt man auf jeden Fall Bock, es weiter durchzuziehen. Jetzt hier im Wait, die niedrigste Stufe ist 152 gewesen. Und auch ich kann da nicht mehr wirklich viel ausrichten. Und ich weiß auch nicht, ob wir diesen Wait hier abschließen können. Ne, hier ist Ende im Gelände bei Wait 250. Den Jay müssen wir mal wieder anhauen. Da muss ich mal gleich schreiben, was da so abgeht. Schade, dass es hier nicht weitergeht. Junge, Junge, Junge. Alle fleißig im Dämonenportal. Dann leiste ich auch mal meinen Beitrag dazu. Auch, oh, 3 Millionen. Oh, guck mal, ich habe, glaube ich, 1% runtergekloppt. Da muss ich mal gucken, was da mit dem guten Jade los ist. Schade, dass wir den Raid nicht mehr schaffen. Also Stufe 20 hängen wir fest. Die Festung dauert auch noch ein bisschen. Aber was soll's, ich habe ganz viele Früchte heute Mittag hier bekommen. Junge, Junge, Junge. Kokofil bekommt eins. Denn hier unsere Blinze. Hab leider die Wolke völlig umsonst gefüttert, aber naja, shame on me. Unser Aquafahrt. Und Urf. Urf ist cool. Urf mag ich. Zack. Hier bekommen wir auch keine Tink auf 71. Das ist uiuiui. Not bad. Not bad. So, der Charakter war deswegen, gehen immer stärker auf die 150 zu, liebe Freunde. Richtig cool. Mal gucken. Oh, guck mal, zwei Sanduhren. Nehmen wir direkt mal mit. Ansonsten, joa, ist hier nicht viel. Mal gucken, was will denn die gute Dame am ein paar Schuhe. Kriegen wir hier? Nö, kriegen wir nicht. Okay, hat sich das schon erledigt. Gucken wir mal unseren Account. Eins rein. Ah, da habe ich vergessen, wieder auf Stadtwache zu schicken. Schade, schade, schade. Wir werden hier aber ganz schön runtergekloppt. Ist hier noch so viel los? Alles klar. Warum? Denke ich mir. Das ist auch ein bisschen doof. Jemand an Riss angreifen. Bin ich so ein bisschen doof, aber nun gut. Weil ja, eigentlich alle Niederlagen sind fast gegen ihn, außer gegen andere, die ich denn selber verschuldet habe, ne? Naja, wahrscheinlich will er mich einfach nur in der Ehrenhalle runterholen, damit ich da denn meine Ehre und mein Gold bekommen kann, aber das könnte ich ja auch selber machen, ne? So, gehen wir einmal hier ein, bla 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 bla. Haben wir hier jemanden? Ihn hier. Ja, sieht doch gut aus, Stufe 4, nicht gut ausgebaut. Zack, nehmen wir. Haben wir den nächsten Kampf. Gucken wir einmal rein. Wir holen hier den Trank. Wollen wir den Glückstrank mitnehmen? Brauchen wir gar nicht. Okay, hat sich erledigt. Im Waffenladen irgendwas Cooles, aber eigentlich sind wir richtig gut aufgestellt. Gut, einen Gürtel könnten wir eigentlich verbessern. Aber ja, schauen wir mal nach einem Hut oder ein Extra. Vielleicht haben wir da mal Glück. Boah, Laptop, halt doch mal die Backen. Aber sieht nicht danach aus. Wir können jetzt hier mal ein bisschen am Glücksrad drehen. Das haben wir nämlich ewig nicht gemacht. Bekommen ein Schild. Mir ist so warm, liebe Leute. Ich weiß gar nicht warum. Ey. Kam halt von der Arbeit, war duschen und alles. Und jetzt ist mir richtig, richtig doll warm. Na, 13 Silber. Vielleicht kriegen wir einmal hier den dicken Batzen durch. Wäre ganz cool. 11 Silber. Können wir auf jeden Fall zweimal gleich unsere nice. Danke. Unsere Lebenspunkte ausbauen, damit wir näher zu den 1000 Lebenspunkten kommen. Mit Level 1 ist schon eine coole Sache.
zweimal haben wir, glaube ich, noch. Ich habe da nicht aufgepasst. Ja, nice. Vielen Dank. Pilze nehme ich natürlich sehr gerne mit. Oh, nochmal. Okay. Vielen Dank. So, dann können wir jetzt hier... Ah, so teuer ist der Mist. Junge, 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 Junge. So. Obwohl, warte, wir können ja hier verkaufen. Zack. Ne, reicht immer noch nicht. Okay. So, unser Festungsaccount. Nice. Ist out. Lager ist voll. Okay. Bauen wir die Kaserne weiter aus. Und schicken uns direkt wieder auf Stadtwache. Was geht hier ab? Ja, das stimmt. Ist auch nicht allzu schwierig und geht relativ schnell. Einfach die Stadtwache immer nutzen, sobald es nötig ist. Hier hatten wir noch einen Gildenkampf. Und okay, das ist natürlich cool, wenn man dann arbeiten ist und das nicht mitbekommt. Ist denn natürlich nicht ganz so praktisch. Server bla 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 bla. Okay. Natürlich lässt es nicht beim... Tun wir auch. Ich denke, wir schaffen ihn locker. Dennoch bitte ich jeden, sich zu melden. Ja, 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 okay. Danke, NXU, für die Hinweise. So, erstmal weiter. Anklicken hier. Sorry, ich bin so durch... Ja, nicht durcheinander, aber einfach fertig von der Arbeit. Das war echt ein bisschen doof. So, wir melden uns natürlich auch. Was tut mir echt leid, dass ich das da verpennt habe. Also liebe Freunde von Welt 16, wenn ihr das seht, ich habe es echt total verplant und... Schrecklich. So, haben wir hier noch auf Welt 15. Moschen wir uns jetzt einmal durch die Fettkämpfe. Yay! Haben wir gepackt. Nehmen wir den nächsten. Darf man nicht. Eieiei, da können wir direkt Feuer nehmen. Da hat auch nur drei Tiere im Kampf. Und hier. Na, schade. Na egal. Was soll's. So, irgendwann werde ich das Stärkste sein. So, haben wir das auch. Klar, Schiff, wir können weiter unseren Geschickswert pushen. Zu wenig Gold. Hashtag zu wenig Gold. Gehen langsam auf 140.000 zu. Richtig, richtig nice. In den Dungeons haben wir wahrscheinlich eh keine Chance. Da habe ich es eh mit Ach und Krach immer geschafft. Gucken, ob wir hier in der Schattenwelt was ausrichten können. Aber wahrscheinlich eher nicht. Da war ich ja gestern auch die ganze Zeit eigentlich... am Kämpfen und am Hadern. Aber der Intelligenzwert ist auch echt bösartig. Na, ich glaube, das dauert ewig nicht. Mal gucken. Weil mit den Turmen, das ist... Oh, ist echt so eine Sache, liebe Freunde. Weil... Ja, mit den Ausrüsten... Ne, wir können hier in Intelligenzsteine reinkloppen. Zack, 104.000. Hauen hier einfach mal noch den Glückswert hoch. Und ja, die Kundschafterin ist logischerweise mit am besten ausgestattet, aber auch hier wird das hoffentlich irgendwann mal besser. Aber hier ist jetzt auch nichts. Und ich will halt auch, wie ihr gesagt habt, nicht unbedingt Pilze dafür raushauen für den Turm. Und dann war es das auch schon wieder. Wir können hier halt immer auf Glück hoffen. Das aber haben, glaube ich, alle Gürtel. Nö. Unsere Begleitung hat kein Gürtel. Können wir also direkt mal mitnehmen und der Kundschafterin geben. Ja, war jetzt so ein bisschen durcheinander auch dahingehend geschuldet, dass ich wirklich ziemlich kaputt bin, dass mir ziemlich warm ist. Ey, ich muss gleich erstmal das Fenster aufmachen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen im nächsten Video oder heute Abend 23 Uhr. Nee, 22 Uhr im Optimalfall im Diablo-Stream hoffentlich. Könnt gerne vorbeischauen, würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten morgen um 12 Uhr bin ich wieder für euch da mit Shakes im Fidget. Könnt ihr mal schreiben, über was ich irgendwie labern könnte oder sonst was. Ansonsten werde ich mir irgendwas einfallen lassen.
In diesem Sinne würde ich mich wieder sehr über eure Kommentare freuen, wie gesagt, mit dem Thema, worüber ich labern könnte. Ansonsten über eure positive Bewertung und natürlich ein Abo, wenn ihr keine Shakes & Fidget Folge verpassen wollt, wo ich morgen sehr wahrscheinlich, wird knapp, aber hoffentlich Level 150 sein werde. In diesem Sinne, wiederschauen und reingehauen.